herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality. Der Jürgen hier schwer am Schaffen. Gerade mal die Polizei abgeschleppt. Die konnte ja es nicht erwarten, sich aufs Kreuz zu legen. Ja. Vorhin haben wir noch Späßchen drüber gemacht. Jetzt sind sie tatsächlich auf dem Kreuz gelandet. Eieiei. Gut, ich stelle mal gerade den Johnny noch an das Sägewerk. Da müssen wir morgen Hackschnitzel machen. Aber irgendwie dreht er nicht ganz so hoch, wie er sollte. Ich weiß nicht, ob der Tempomat falsch eingestellt ist. Nee. So. Ich stelle den schon mal parat. Das Spiel hatten wir ja schon mal. Wir hatten den ja schon mal hier stehen. Dann können wir wieder gerade die Stämme runterziehen vom Anhänger. Und einladen. Das Gewicht soll ich noch abkoppeln. Frontlader stelle ich direkt daneben. Brauche ich nämlich auch jetzt nicht. So. Ja, egal. Den müssen wir ja nur darüber stellen. Ich sollte doch die Handbremse vom Anhänger soll ich losmachen. So. Mal gucken, ob ich mit Licht irgendwas sehe. Sieht aber schlecht aus. Da könnte ich noch ein bisschen mehr an die Hecke stellen. So ist doch perfekt. Gut, dann fahren wir wieder nach Hause und dann machen wir Feierabend. Ich hätte den Joskin gleich mitnehmen können. Ah ja. Sorry, geht leider nicht anders. So. Gut, jetzt müsste ich gerade noch mal ins Tablet gucken. Ist mein Feld jetzt schon erntereif oder noch nicht? Nee, noch nicht. Aber dann rufe ich gerade mal den Jürgen an. Hallo? Du Jürgen, wie schaut's denn aus mit dem Drescher? Ja.
Wir hatten auch gesagt, ich könnte deinen Drescher nutzen. Ja. Ja, wie schaut es damit aus? Oder Glaube, sitzt brauchst? auf. Wo ist denn dein Feld? Die 109, die ist nicht so groß. Keine Ahnung. 3, 4 Hektar. 4. Aber wenn du dich beeilst und den holen kommst schnell, dann da ist mir recht. Weil ich muss jetzt erstmal eh den da jetzt reparieren. Ja, bist du schon am Dreschen? Ist dein Feld schon soweit? Ja. Ach so. Meins glaube ich noch nicht, wenn ich richtig gesehen habe. Ich guck gleich nochmal. Und je nachdem, wenn es fertig ist, dann komme ich direkt vorbei. Okay, gut. Danke erstmal. Tschüss. Ich noch mal. Ja, meins ist noch nicht so weit. Nee, dann soll der erst seins machen. Hallo? Ja, du, ich bin's noch mal. Mach erst deins. Meins ist noch Okay. nicht so weit. Jo. Aber ich hoffe, heute Nachmittag bist du dann fertig, dann könnte ich meins machen. Ah, das sollte ich schaffen. Ich mache jetzt schnell den Deutz. Ja. Ist ja nur der Deutz eigentlich beschädigt. Anhänger besteht ja größtenteils aus Eisen, Metall und alles. Ja, Plastik verformt sich halt. Ja, deswegen. Daher denke ich, krieg die Oder nee, ganzen. warte mal, Plastik bricht, oder? Metall wird sich verformen. Ja. Okay. Gut, ich muss sowieso noch ein paar Bäume häckseln. Jo. Gut, bis dann mal. Okay, ciao. Tschüss. Drissler. Ja. Na, warte mal, ich muss ja hier noch Spanngürtel lose machen. Gucken wir mal, ob ich da gleich zwei rein machen, packen kann. Ja, gut. So, Moment.
will nicht so ganz wie ich. Achso, warte mal, ich muss die Steuer noch zahlen, fällt mir gerade ein. Über 24.000, das heißt 2.400 an Steuer muss ich zahlen. Oder warte mal, wenn ich das verrechne. Ich überweise mal nur 800. Haben wir hier einen kleinen Stau verursacht, ja? Kann man gucken, ob ich das mit der Hand regeln kann. Wieder retten. Och nö. Jetzt habe ich gedacht, ich bin ein bisschen schneller, wenn ich zwei auf einmal nehme, aber nee. Das Ganze will nicht so wie ich. Wieder was. Das ist somit der längste Stamm hier auf dem Anhänger.
Gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen an dieser Stelle. Wir müssen hier noch ein bisschen weiter häckseln und wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich gerne über einen, würde ich mich natürlich über ein Abo oder ein Like freuen. Gerne auch einen Kommentar, was ich vielleicht noch verbessern könnte oder wie auch immer. Und bis morgen. Haut rein. Macht's gut. Tschüss.